Der Westen hat den Ukraine-Krieg verloren. Die wichtigsten Kriegsziele wurden verfehlt. Fabian Lehr erklärt in seinem neuesten Kommentar über dieses katastrophale Versagen der westlichen Politik sowie über die Lügen, die uns unsere Politiker monatelang oder beziehungsweise seit fast anderthalb Jahren erzählen, auf. Die Lage in der Ukraine ist nämlich mehr oder weniger katastrophal. Aktuell droht der Ukraine in Avdiivka eine schwere Niederlage. Und ja, die Folgen, die wird Fabian Lehr hier im Folgenden beschreiben. Nach westlichen Schätzungen hat die russische Armee allein in Avdiivka seit Oktober 13.000 Mann an Gefallenen und Verwundeten und über 200 Panzerfahrzeuge verloren. Nach diesem anfänglichen Desaster wechselten die russischen Streitkräfte ihre Taktik. Keine frontalen Großangriffe mehr, sondern hunderte kleiner Angriffe von drohnenunterstützter Infanterietrupps im Schutz von Baumreihen und Waldstücken. Es scheint zu funktionieren. Die ukrainische Position erodiert. Von Nordosten und Nordwesten wird Avdiivka immer enger umschlossen und von Süden sind russische Truppen an den Rand des Stadtgebiets vorgedrungen. Um die Stadt überhaupt noch halten zu können, musste die Ukraine Truppen von allen anderen Teilen der Front abziehen und im Hand den Halbkessel von Avdiivka werfen, darunter einige der kampfstärksten und am besten ausgerüsteten Einheiten, die im Süden die Speerspitze der gescheiterten ukrainischen Sommeroffensive gebildet hatten. Offensichtlich schätzt die Ukraine Avdiivka als so wichtig ein, dass man, um die Stadt zu halten, eine gefährliche Schwächung der restlichen Front hinnimmt. Einerseits wohl wegen seiner ökonomischen Bedeutung. Das Kokswerk von Avdiivka war vor Kriegsbeginn eines der größten, produktivsten und rentabelsten Industriewerke der gesamten Ukraine. Knapp ein Drittel des gesamten ukrainischen Koks wurde hier produziert, 12.000 Tonnen pro Tag im Wert von 1,5 Milliarden Dollar im Jahr. Vor Kriegsbeginn stammte rund 1%. Also, ihr hört gerade von Avdiivkas ökonomischer Bedeutung, jedenfalls vor Kriegsbeginn, 1% des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts wurde im Kokswerk dieser Stadt hier produziert. Und hier seht ihr nochmal den aktuellen Frontverlauf. Russland versucht hier im Norden gerade ja das Kokswerk bzw. Stepowe zu erobern, um den Kessel um Avdiivka zu schließen. Aktuell ist ja diese Nachschubroute über Orlovka hier noch frei, aber ihr seht's, die Lage für die Ukraine sieht nicht gut aus. Und die ukrainische Position erodiert jetzt schon seit vielen Monaten. Wenn das so weitergeht, dann wird die Ukraine Avdiivka nicht mehr lange halten können. Und ja, ihr habt ja gerade von der ökonomischen Bedeutung dieser kleinen Stadt gehört. Dazu kommt noch, dass die Ukraine von Avdiivka aus relativ einfach die Stadt Donetsk beschießen konnte. Das dürfte, wenn Avdiivka fällt, wesentlich schwieriger werden, da die ukrainischen Truppen dann nicht mehr in dieser ja sehr nahen Position zu Donetsk sich aufhalten können. Des gesamten ukrainischen BIP aus dieser einen Fabrik. Die Ukraine verliert hier im Donbass ihr industrielles Herz. Je weniger sie am Ende des Krieges von dieser Region noch hält, desto düsterer die Aussichten für die ökonomische. Ich habe mal gelesen, dass vor Kriegsbeginn 80, beziehungsweise vor, vor 2014, rund 80% des ukrainischen BIPs an der Schwarzmeerküste beziehungsweise im Donbass hergestellt wurden. Dass die Zentral- und die Westukraine, also vor allem Lemberg und Kiew, ökonomisch völlig zurückgeblieben sind gegenüber dem Donbass und der Schwarzmeerküste. Und welche Regionen versucht Russland gerade zu erobern, beziehungsweise hält es schon größtenteils besetzt? Eben, den Donbass und die Schwarzmeerküste. Die, ja, beim Donbass, da versucht sich Russland gerade an einer Eroberung weiterer Landstriche. Ihr seht, das geht gerade sehr verlustreich, beispielsweise in Avdiivka, und sehr langsam voran. Nur die ja, Region um Mykolaiv und Odessa wird Russland, jedenfalls soweit man es aktuell sagen kann, nicht unter seine Kontrolle bringen. Aber den Rest des Donbass, ja, das wird die Zeit zeigen, inwieweit Russland es da schaffen wird, vorzumarschieren. Zukunft der Ukraine. Andererseits ist Avdiivka von hoher infrastruktureller Bedeutung. Wenn es Russland gelingt, Avdiivka und das westlich davon gelegene Gebiet zu erobern, dann läge die 2014 unterbrochene Bahnlinie außerhalb der Reichweite ukrainischer Artillerie und könnte wieder in Betrieb genommen werden. Und das hätte gravierende Auswirkungen auf den Kriegsverlauf.
Das würde nämlich bedeuten, dass Russland Truppen und Material. Material per Bahn nördlich des Asowschen Meeres Richtung Saporischschja und Cherson transportieren konnte, statt wie bisher den großen Umweg von Süden über die Kertschbrücke und die Krim gehen zu müssen, was nicht nur generell die Südfront, die russische Versorgung mit Nachschub entlang der ganzen Südfront stark erleichtern, sondern auch bedeuten würde, dass eine von der Ukraine seit vielen Monaten erfolglos angestrebte Zerstörung der Kertschbrücke dann keine große Wirkung auf den Krieg mehr hätte. Der Verlust des seit 9 Jahren umkämpften Awdijiwka und des Gebiets drumherum wäre also für die Ukraine nicht nur eine symbolische Schlappe, sondern eine gravierende strategische Niederlage, durch die der gesamte noch ukrainisch gehaltene Rest des Donbass akut gefährdet würde. Verständlich also, dass die Ukraine in Awdijiwka einsetzt, was sie nur entbehren kann. Aber es reicht nicht. Jeden Tag wird das russisch kontrollierte Territorium ein bisschen größer. Sehr langsam zwar, aber stetig. Mal 50 Meter am Tag, mal 100, mal 500. Der Flaschenhals zieht sich zu. Wenn es weitergeht. Theos HW schreibt gerade im Chat, cool, dann brauchen sie den Taurus ja auch nicht mehr, wenn die Brücke eh egal ist. Ja, man wird der Ukraine mehr und gefährlichere Waffen liefern, einfach um den Frontverlauf noch irgendwie halten zu können. Der Westen will diesen Krieg verlängern, um Russland, ja, zu schwächen, damit Russland seine militärischen Kapazitäten verbraucht, die es gerade zusätzlich produziert. Wir werden gleich noch von Fabian Lehrfaktengerecht belegt hören, dass Russland es geschafft hat, eine Kriegswirtschaft aufzubauen, dass Russland es geschafft hat, die Rüstungsproduktion hochzufahren. Und das Kalkül des Westens ist es jetzt, okay, unsere Sanktionen funktionieren nicht so, aber dieser Krieg sorgt ja dafür, dass Russland immerhin diese Rüstungsproduktion verbrauchen muss. Dass da jetzt einige hunderttausend Ukrainer für sterben müssen, das ist etwas, was der Westen billigend in Kauf nimmt. Das ist etwas, was dem Westen relativ egal ist. Man sieht, dass Russland hier militärische Kapazitäten verbraucht und wenn Russland weiter aufrüstet, dann könnte es dem Westen in anderen Konflikten Probleme machen mit den zusätzlichen militärischen Kapazitäten, die es dann aufbauen könnte. Also ist man erstmal froh, dass Russland diese Kapazitäten in der Ukraine verbraucht. Und solange der Frontverlauf sich nicht großartig ändert, solange die Existenz des ukrainischen Staates nicht in Gefahr gerät, wird der Westen alles dafür tun, dass dieser Krieg weitergeht. Ich habe heute ein Papier der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gelesen, wo genau dieses Kalkül, so wie ich es gerade beschrieben habe, der Krieg wird verlängert, um ja Russlands militärische Kapazitäten, die es gerade zusätzlich produziert, zu verbrauchen, damit ja, damit Russland halt militärisch nicht aufrüsten kann. Also dieses Kalkül, nicht mal man will Russland schwächen, sondern man will, dass die aktuellen Kapazitäten, die Russland zusätzlich aufgebaut hat, das nie schön verbraucht werden, damit der Westen Zeit zum Aufrüsten hat. Das ist das Kalkül, nach dem der Westen gerade agiert. Das ist offizielle Politik des wichtigsten deutschen Thinktanks für Außenpolitik. Habe ich mir heute erst ein Papier durchgelesen. Da wird bald auch ein Video auf meinem Erstkanal kommen. Schaut euch das dann gerne an. Es ist wirklich erschreckend, was, ja, was gerade quasi offizielle deutsche Politik mittlerweile ist. Wie in den letzten Wochen werden die ukrainischen Truppen in Awdijiwka sehr bald vor der Wahl stehen, entweder die Stadt zu räumen, solange der Flaschenhals noch passierbar ist, oder eingekesselt zu werden. Bachmut lässt grüßen. Awdijiwka steht beispielhaft für die Entwicklung des ganzen Krieges. Russland erleidet riesige Verluste, wahrscheinlich größere als die Ukraine. Russland macht einen schweren militärischen Fehler nach dem anderen. Aber Russland gewinnt Kraft seiner weit überlegenen ökonomischen Basis trotzdem immer mehr die Übermacht in diesem Krieg. Lange Abnutzungskriege zwischen großen Staaten werden kaum dadurch entschieden, welche Seite die genialeren Generäle und die tapfereren Soldaten hat, sondern Na, Klatsche schreibt gerade im Chat, dass sie gehört habe, dass es Friedensgespräche gäbe. Nun, bei solchen Berichten muss man sehr vorsichtig sein, da im Westen, sowohl bei der ukrainischen Regierung als auch bei anderen westlichen Regierungen, absolut keine Kompromissbereitschaft zu erkennen ist. In den USA gibt es immer stärkere Fraktionen, vor allem die linken Teile der Demokraten und die Republikaner, die nicht so viel Geld in der Ukraine ausgeben wollen. Aber um Frieden geht es denen nicht. Also, die wollen, dass wir Europäer da mehr übernehmen und deswegen sind sie der Meinung, dass man vielleicht mal Friedensgespräche andenken könnte. Aber wenn wir Europäer weiter so, ja, die immer mehr Kosten dieses Krieges übernehmen und die USA sich aus der Finanzierung rauswieseln können,
dann werden diese Kräfte in den USA nicht lauter werden. Die werden nur lauter werden, wenn wir Europäer uns auch bei der Finanzierung zurückziehen und die USA, ja, ihren Posten bei der Finanzierung klemmen müssen. All das wird Fabian Lehr hier noch ansprechen. Wieso hört man den Ton im Video nur auf einem Ohr? Okay, das ist jetzt seltsam, dass das euch auch so geht. Ich lasse ihn mal weiterreden. Dadurch, welche Seite die größere industrielle Basis und die größere Bevölkerung hat. Ein solcher Krieg wird nicht dadurch entschieden, wer in dieser oder jener Schlacht mehr Panzer und Hubschrauber und Geschütze verliert, sondern dadurch, wer diese Verluste schneller wieder ersetzen kann. Und in dieser Hinsicht sieht es für die Ukraine düster aus. Die Ukraine hat überhaupt keine eigene Produktion schwerer Waffen. Alles, was die ukrainischen Streitkräfte an Panzern, Geschützen, Hubschraubern usw. so in die Hand bekommen, sind Spenden des NATO-Blocks. Und fast die gesamte Munition, die sie verschießen, ebenfalls. Die Ukraine kann auch nicht wirklich eine eigene Produktion schwerer Waffen starten, weil Russland die Luft beherrscht. Russland kann mit seinen ballistischen Raketen grundsätzlich jederzeit jeden Punkt der Ukraine treffen. Die dank amerikanischer und deutscher Patriot- und IRIS-T-Lieferung verstärkte Langstreckenluftabwehr der Ukraine nimmt zwar für sich in Anspruch, 80-90% der russischen Raketen erfolgreich abzufangen. Aber selbst wenn das stimmen sollte, bedeutet es, dass 10-20% eben trotzdem durchkommen. Nach aktuellen westlichen Schätzungen hatte Russland im November knapp 800 konventionelle strategische Raketen. So, ich bin wieder da. Ich hatte das Video schon mal geguckt, deswegen ist es nicht so wild, dass ich da jetzt die paar Sekunden verpasst habe. Raketen in Reserve und produziert jeden Monat etwa 100 neue. Monatlich 100 neue ballistische Raketen, von denen 2 oder 3 Treffer ausreichen würden, jede im Bau befindliche ukrainische Panzer- oder Geschützfabrik zu zerstören, bevor sie jemals den Betrieb aufnehmen kann. Und geheim halten kann man den Bau großer Industriebetriebe im Zeitalter der Satelliten und Drohnen ohnehin nicht mehr. Es wird also keine ukrainische... Na Klatsche, du schreibst es gerade im Chat, wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Das hat Boris Pistorius gesagt und das ist die dominierende Haltung im politischen Establishment in Deutschland. Also die DGAP, die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die mit zahlreichen hochrangigen Politikern von CDU über SPD bis Grünen und FDP besetzt ist, die fordert eine totale Militarisierung der Gesellschaft. Die fordert, dass militärische Planungen der NATO und unserem alltäglichen Denken wieder eine Rolle spielen. Die fordert eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die fordert eine noch viel größere Aufrüstung, als wir sie gerade erleben. Das wird alles diskutiert, was du hier schreibst. Das, was Pistorius gesagt hat, das ist nur die absolute Spitze des Eisberges. Und man muss froh sein, dass das schon mal ein bisschen Aufregung provoziert hat. Aber die Überlegungen, die da aktuell in der deutschen Politik angestellt werden, die gehen noch viel weiter. Und solange wir keine richtige Friedensbewegung haben, wird sich daran auch nichts ändern. Wir befinden uns auf Kriegskurs. Nicht nur mit Russland, auch mit China, mit dem Iran, mit allen Mächten, die gerade die unipolare Weltordnung in Gefahr, in Gefahr bringen. Eigenproduktion schwerer Waffen geben. Und der Strom westlicher Großwaffenlieferungen trocknet zunehmend aus. Großbritannien und Frankreich, die 2022 noch zu den Hauptwaffenspendern der Ukraine gehörten, senden inzwischen nur noch sehr spärliche Gaben. Polen, Tschechien und die baltischen Staaten, die die Ukraine letztes Jahr mit ihren Altbeständen vertrauter sowjetischer Waffensysteme versorgt hatten, können einfach nicht mehr viel liefern, weil ihre Depots leer sind und sie alles, was sie jetzt noch haben, für die Ausrüstung ihrer eigenen Armeen zwingend brauchen. Die neue slowakische Regierung unter Robert Fico hat einen außenpolitischen Kurswechsel durchgeführt und jede Unterstützung der Ukraine eingestellt. Hört sich der Ton bei euch auch komisch an? Dann liegt das nicht an den Kopfhörern. Ich habe gerade die Kopfhörer ausgetauscht, habt ihr ja gesehen. In Europa ist Deutschland jetzt der einzige verbliebene, große, bedeutende Waffenlieferant der Ukraine. Und die Entschlossenheit der Ampelregierung, zig Milliarden Euro in die Aufrechterhaltung eines Stellvertreterkrieges in der Ukraine zu pumpen, während Deutschland eine chronische, schwere Krise mit galoppierender Inflation und massivem Reallohnverlust erlebt, wird innenpolitisch immer schwieriger durchzuhalten sein. Insbesondere angesichts des spektakulären Siegeszuges der AfD.
bleiben die USA, aus denen die sehr große Mehrheit allen von der Ukraine verwendeten Materials stammt. Die 111 Milliarden Dollar, die der Kongress seit 2022 für die Ukraine bewilligt hat, sind komplett aufgebraucht. Die einzigen US-Lieferungen an die Ukraine, für die es jetzt noch eine gesetzliche Grundlage Gerade einer Videos nur auf einer Seite, aber du nicht, da passte es. Wie meinst du das? gibt, sind kleine Hilfspakete aus den Mitteln der sogenannten Presidential Drawdown Authority, PDA, die es dem Präsidenten erlauben, auf eigenen Entschluss kleinere Hilfspakete aus bereits vorhandenen US-Depotbeständen zu schicken. Ja, das ist bei mir auch so. Ich höre das tatsächlich nur auf einem Ohr hier, das Video. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kopfhörer habe ich gerade ausgetauscht. Diese PDA-Pakete haben aber einen Umfang von nur wenigen 100 Millionen Dollar. Für militärische Ausrüstung in einem laufenden großen Krieg ist das quasi nichts. Um die Ukraine militärisch lebensfähig zu halten, braucht es ein vom Kongress abgesegnetes neues großes Ukraine-Programm von mehreren hundertmal größerem Umfang. Und genau dafür trommelt Biden gerade. Das von der Biden-Regierung vorbereitete neue Ukraine-Hilfsprogramm sieht neue Lieferungen im Wert von bis zu 61 Milliarden Dollar vor. Das entspricht ungefähr dem jährlichen Militärbudget Frankreichs. Es ist aber extrem zweifelhaft, ob dieses Programm im Parlament durchkommen wird. Die Republikaner sind fast durchweg dagegen und auch innerhalb der Demokratischen Partei mehren sich die Stimmen, die einen schrittweisen Rückzug aus diesem verfahrenen, immer perspektivloser scheinenden Krieg fordern. In den aktuellen Umfragen für die Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr liegt Biden deutlich hinter Trump. Wenn Biden diesen Rückstand noch aufholen und republikanische Wählerinnen auf seine Seite ziehen will, wird es nicht klug sein, ausgerechnet massive Militärhilfe für die Ukraine zu einem Wahlkampfthema werden zu lassen. Sollte das neue Ukraine-Paket im Parlament scheitern, dann ist der Krieg im Grunde gelaufen. Ohne kontinuierliche, massive US-Unterstützung würde die Ukraine militärisch zwangsläufig bald katastrophal zusammenbrechen. Deutschland hat seine Militärhilfe für die Ukraine zwar gerade verdoppelt auf 8 Milliarden Euro bzw. 9 Milliarden Dollar im nächsten Jahr, aber den Wegfall von dringend benötigten 61 Milliarden aus den USA könnte das nicht ansatzweise auffangen. Ihr habt es gerade gehört. Eigentlich müssten wir Europäer jetzt unsere Finanzierung massiv hochfahren, wenn die Ukraine den Stellvertreterkrieg in der aktuellen Intensität weiterführen will. Aber wir Europäer sind dazu nicht bereit, obwohl Deutschland die Finanzierung von 4 auf 8 Milliarden Dollar nächstes Jahr verdoppelt hat, reicht das nicht. Also es bräuchte wesentlich mehr Geld und man kann nur hoffen, dass dieses Mehr an Geld von den europäischen Regierungen eben nicht locker gemacht wird. Also die Bundesregierung, die gibt sich hier noch relativ devot, aber es gibt schon einzelne Regierungen, wie beispielsweise die der Slowakei, die sich da jetzt komplett rausziehen wollen. Und das ist eigentlich the way to go, wenn man irgendwann wieder zu, ja, zu einem Frieden in der Ukraine kommen will. Aber selbst wenn das neue US-Ukraine-Paket bewilligt werden sollte, würde das der Ukraine nur längeres Durchhalten ermöglichen, aber keine erkennbare Perspektive auf einen Sieg eröffnen. Warum sollen weitere 61 Milliarden Dollar die Wende bringen, wenn 111 Milliarden es nicht konnten? Zumal die Zusage von Geldern das andere ist, die tatsächliche Verfügbarkeit von physischen Waffen das andere. In Europa sind die Depots verfügbarer Waffen inzwischen leergefegt. Die USA haben zwar noch große. Ich glaube, ich weiß, wo wir morgen drauf reagieren. Also, ich glaube, das Video hatte ich noch nicht gesehen vom österreichischen Bundesheer. Die ukrainische Offensive ist gescheitert. Das österreichische Bundesheer spricht häufig das aus, was ja die Militärs in NATO-Staaten offensichtlich nicht aussprechen dürfen, beziehungsweise Saluschny, also der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, der hat das ja mittlerweile auch eingestanden. Aber unsere Politiker, die erzählen uns immer noch, ja, die Ukraine, wir müssen auch das eine Waffensystem liefern, dann gewinnt sie den Krieg. Mittlerweile wissen wir, dem ist nicht so. Und wie gesagt, Saluschny sagt das mittlerweile selber und anscheinend ist das auch im österreichischen Bundesheer angekommen. Die Analysen hier von Markus Reisner, die schaue ich mir sehr gerne an. Ich finde es schön, dass mal wieder eine gekommen ist. Da werden wir morgen darauf reagieren. Große Depotbestände überschüssiger schwerer Waffen wie Panzer und Artillerie, aber zudem gravierende Probleme, Munition dafür zu beschaffen.
Die USA, die ja auch eine große eigene strategische Reserve von Munition beispielsweise für den Fall eines Taiwan-Krieges bereithalten müssen, können der Ukraine nicht ihre gesamtliche jährliche Munitionsproduktion. Es geht um die Verteidigung der unipolaren Weltordnung. Da ist ein möglicher Krieg mit China viel relevanter als ein Krieg mit Russland. Also, ja, so brutal ist das. Wenn die USA in Taiwan weiter zündeln wollen, dann brauchen sie große Munitionsvorräte, wenn sie sich auf einen konventionellen Krieg mit China vorbereiten wollen. Abgeben. Sie können sie immer nur noch spärlicher mit Artilleriegranaten beliefern. Und jetzt sogar noch weniger, weil man nun auch Israel für seinen Krieg in Gaza mit Munition versorgen muss. Aufgrund des Gaza-Krieges sind die ohnehin unzureichenden US-Munitionslieferungen an die Ukraine seit Oktober bereits um 20% gesunken. Und das beginnt sich an der Front schon bemerkbar zu machen, wo die Russen nun seit Oktober quasi überall erfolgreich vorrücken. Generalmajor Pat Ryder, Pressesprecher des Pentagons, sagte kürzlich über mögliche künftige Munitionslieferungen an die Ukraine: "It's a tough choice. We have to make decisions about our own readiness." Und Präsident Biden selbst sagte vor wenigen Tagen anlässlich von Zelenskys Staatsbesuch, die USA würden die Ukraine weiterhin unterstützen, solange wir es können. Eine bemerkenswerte Verschiebung der Wortwahl gegenüber den Beteuerungen von 2022, sie so lange zu unterstützen wie notwendig. Natürlich wäre der NATO-Block mit seiner viel größeren Ökonomie und Bevölkerung in der Lage, die russische Rüstungsproduktion vielfach zu übertreffen und die Ukraine so mit Waffen zu überschwemmen, dass Russland konventionell keine Chance mehr hätte. Aber nur dann, wenn er jetzt zu einer echten Kriegsproduktion übergehen, Dutzende neue Waffenfabriken bauen, Hunderttausende neue Rüstungsarbeiterinnen einstellen und einen erheblichen Teil seiner Staatshaushalte für Waffenbestellungen aufwenden würde. Der entbehrliche Selbst dann hätte die Ukraine immer noch ein Problem, was der Westen durch zusätzliche Waffenlieferungen eben nicht lösen könnte, nämlich der Mangel an Soldaten. Also solange man sich weigert, Frauen und Kinder einzuziehen, ist das Potenzial an zu rekrutierenden, wehrfähigen Männern sehr begrenzt. Also viele Einheiten, die in der Ukraine kämpfen, haben jetzt schon ein Durchschnittsalter von über 40 oder über 50 Jahren. Irgendwann gibt es schlichtweg keine Männer mehr, die man an der Front verheizen kann. Überschuss der aktuellen gedrosselten Friedensproduktion jedenfalls reicht ganz offenkundig nicht aus, die Ukraine militärisch dauerhaft über Wasser zu halten zu können. Gleichzeitig ist Russland aber tatsächlich zu einer solchen Kriegsproduktion bereits übergegangen. Neue Fabriken wurden gebaut, Zehntausende zusätzliche Rüstungsarbeiterinnen eingestellt, Sonderschichten werden gearbeitet. Der größte russische Rüstungskonzern Rostec behauptet, seine Produktion seit Kriegsbeginn verzehnfacht zu haben. Auch wenn das übertrieben sein sollte, ist doch klar, dass die russische Rüstungsproduktion heute bei weitem höher als 2022 und weiter im Wachstum begriffen ist. Die westlichen Wirtschaftssanktionen sollten das eigentlich einschränken, aber das ist katastrophal gescheitert. Dieser Wirtschaftskrieg ist auf ganzer Linie gescheitert. Das hat übrigens auch die DGAP, ich hatte ja schon erzählt, dass ich da das Papier von denen heute gelesen hatte, eingestanden. Also man kann es ja auch eigentlich nicht leugnen. Die russische Rüstungsproduktion ist gestiegen, obwohl die Sanktionen ja eigentlich verhindern sollten, dass Russland noch groß beispielsweise Raketen oder Panzer produzieren kann. Also wir sehen ja, dass all diese Versprechungen von Politikern, ja, Russland wird dann keine Mikrochips mehr haben, um sie in seine Raketen einzubauen, oder die können nicht mehr genug Panzer produzieren, dass das alles Lügen waren, dass das alles nicht gestimmt hat. Dass diese Sanktionen vor allem bei uns die Energiepreise in die Höhe getrieben haben, aber die russische Rüstungsproduktion nicht groß beeinträchtigten. Uralwagons Zavod, der Produzent der russischen schweren Kampfpanzer, hat seine Panzerproduktion auch nach westlicher Schätzung seit 2022 mindestens verdoppelt, möglicherweise vervielfacht. Wenn man dazu die monatlich mehreren Dutzend alten Panzer aus Depots rechnet, die renoviert und wieder in Dienst gestellt werden, dann werden die russischen Streitkräfte pro Monat wohl mindestens 50 bis 100 neue schwere Kampfpanzer ausgehändigt bekommen. Das entspricht ungefähr der Gesamtzahl schwerer Panzer, die der NATO-Block der Ukraine momentan überhaupt noch versprochen hat.
Und bei diesen westlichen Lieferungen handelt es sich um uraltes Gerät. Reaktivierte Leopard 1 und ab und zu mal ein paar noch irgendwo in irgendwelchen Depots aufgestöberte T-62 oder T-72. Na klatsche, weil du es gerade schreibst. Hatten die Friedensschwurbler wohl recht? Ja, absolut. Also hätte die Ukraine 2014 sich ans Minsker Abkommen gehalten, bis 2022 hatte sie ja die Wahl, zurück zum Minsker Abkommen zu kehren. Hätte sie ihre territoriale Integrität aus exklusive der Krim wahren können, hätte die Ukraine im Frühjahr 2022 einen Friedensschluss zugestimmt, hätte sie ihre territoriale Integrität exklusive der Krim und der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk bewahren können. Also ab dem Sommer 2022 mit den Annexionen der vier östlichen Oblasten war das dann nicht mehr möglich. Also die Verhandlungsposition der Ukraine, die hat sich in den letzten 9 Jahren sukzessive verschlechtert. Die russische Raketenproduktion Und wurde. das, also Fabian Lehr wird hier gleich noch begründen, warum das aktuell auch so ist. Je länger die Ukraine wartet mit Friedensverhandlungen, desto schlechter wird ihre Verhandlungsposition sein. Auch nach westlichen Erkenntnissen vervielfacht. Von den Hoffnungen von 2022, die westlichen Sanktionen würden die Raketenproduktion zum Erliegen bringen, ist nichts mehr übrig. Dazu kommen Lieferungen aus dem Ausland, vor allem aus dem Iran, der massenhaft Drohnen und aus Nordkorea, das massenhaft Artilleriemunition liefert. Allein aus Nordkorea sollen schon mehr als 1 Million zusätzliche Artilleriegranaten nach Russland geliefert worden sein. Zum Vergleich: Die USA stellen momentan pro Monat 28.000 Artilleriegranaten her. Und das ist bereits die gesteigerte Produktion, die deutlich höher als 2022 ist. Allein die nordkoreanischen Lieferungen an Russland entsprechen also etwa 3 US-Jahresproduktionen. Zur Finanzierung dieser Hochrüstung hat Russland sein Militärbudget massiv erhöht. Es beträgt jetzt 6% des BIP. Ohne dramatische Ausdehnung der westlichen Rüstungsproduktion wird das materielle Übergewicht Russlands in der Ukraine nun also jeden Monat erdrückender werden. Auch was die Mannschaftsstärke angeht, sind die großen Personalprobleme von 2022 inzwischen offensichtlich gelöst. Putin verkündete vor wenigen Tagen, Russland habe aktuell 617.000 Soldaten in der Ukraine stehen und seit Kriegsbeginn 486.000 Mann neu rekrutiert. Zahlen, die durchaus nicht unrealistisch klingen. Die große Personalnot, die im Herbst 2022 die schnellen ukrainischen Erfolge in Charkiw und Cherson ermöglichte, ist überwunden. Die Front ist heute gut bemannt und es gibt offensichtlich keine unterbesetzten Abschnitte mehr, die der Ukraine Durchbrüche ermöglichen würden. Dafür spricht auch die Tatsache, dass es seit September 2022 keine weitere große Einberufungswelle von Reservisten mehr gab. Offensichtlich findet man ohne große Probleme ausreichend mehr oder weniger freiwillige Vertragssoldaten, um auf den innenpolitisch sehr unpopulären Schritt einer neuen Mobilisierungswelle verzichten zu können. Nach Putins Angaben unterzeichnen momentan pro Tag etwa 1500 Personen einen Vertrag als Zeitsoldaten. Das wären mit Sicherheit deutlich mehr, als die russische Armee täglich an Gefallenen und Verwundeten verliert. Noch dazu mögen die russischen Verluste zwar hoch sein, aber sie kommen überwiegend aus gesellschaftlichen Randgruppen, die in der russischen Und jetzt hört gut zu. Regierung wie in der Bevölkerung Moskaus und Petersburg kaum jemanden interessieren. Ein sehr erheblicher Teil der russischen Verluste entfällt auf die sogenannten Sturm-Z-Einheiten. Gefängnisinsassen, die massiv unter Druck gesetzt wurden, Begnadigung für die Unterzeichnung eines Vertrags als Zeitsoldaten anzunehmen. Diese Sturm-Z-Einheiten werden bedenkenlos verheizt für die verlustreichsten Einsätze. In Bachmut war deren massenhafter Einsatz entscheidend und auch jetzt in Awdijiwka sind Ziels, die reihenweise zuerst ins Feuer geschickt werden. In Bachmut wurde der Einsatz als menschliche Tontauben zu einem ausgearbeiteten militärischen Konzept entwickelt. Wenn man einer Baumlinie, einem Waldstück oder einem Ruinenkomplex ukrainische Truppen vermutete, schickte man kaum ausgebildete und nur minimal bewaffnete Häftlingstruppen vor, um die Ukrainer zum Schießen zu zwingen. Dadurch verrieten sie ihre genaue Position, woraufhin die russische Artillerie diese Position zielgenau beschießen konnte und erst dann griffen richtig ausgebildete und bewaffnete normale Soldaten an.
In Awdijiwka scheint das jetzt ähnlich zu laufen. Neben Häftlingen handelt es sich bei den Rekruten vor allem um Angehörige ethnischer Minderheiten und Ausländer. Als im Herbst 2022 die Masseneinberufung von 300.000 Reservisten stattfand, zog man dabei vor allem Angehörige der nicht-russischen Minderheiten aus den Randgebieten der Föderation ein. Aber möglichst wenige Menschen aus den europäischen Kerngebieten Russlands und fast gar niemanden aus den innenpolitisch so wichtigen Ballungsräumen Moskau und Petersburg. Dazu werden Ausländer aus den postsowjetischen zentralasiatischen Staaten massiv unter Druck gesetzt, Verträge als Zeitsoldaten zu unterzeichnen oder andernfalls samt ihrer Familien abgeschoben zu werden. Auch Langzeitarbeitslose werden unter Druck gesetzt, zur Armee zu gehen. Häftlinge, Ausländer, Muslime, Langzeitarbeitslose. Das russische Regime verheizt in der Ukraine diejenigen, deren Schicksal im europäischen Kerngebiet ohnehin kaum jemanden interessiert. Nach aktueller US-amerikanischer Schätzung betragen die russischen Verluste an Gefallenen und Verwundeten inzwischen über 300.000 Mann. Trotzdem gibt es in Russland aber keine Anzeichen gesellschaftlichen Aufruhrs. Und das liegt eben daran, dass dieser Krieg aus Moskauer und Petersburger Perspektive nur im Fernsehen stattfindet und das Alltagsleben nicht tangiert. Kaum irgendjemand kennt dort persönlich jemanden, der in der Ukraine kämpft. Und auch ökonomisch ist der anfängliche kurze Schock durch die westlichen Sanktionen überwunden. Das russische BIP ist heute etwa 1% größer als bei Kriegsbeginn. Das ukrainische etwa 40% kleiner als bei Kriegsbeginn. Die russische Volkswirtschaft kann einen Krieg in seiner aktuellen Intensität offensichtlich praktisch unbegrenzt lang ertragen. Während die Ukraine ökonomisch schon... Das ist in der Ukraine tatsächlich ganz ähnlich. Auch die Ukraine rekrutiert ihre, rekrutiert die Zwangsrekrutierten vor allem aus ländlichen Gebieten und erst in erster Linie nicht aus Kiew, weil man ja sonst den Widerstand der Eliten aus der Hauptstadt befürchtet, die diesem Krieg ja sehr positiv gegenüberstehen. Da gibt es ja eine sehr kleine, korrupte Gesellschaftsschicht, die in diesem Krieg gerade ja sehr gute Geschäfte macht in der Ukraine, und deren Söhne müssen natürlich nicht an der Front sterben. Das ist nicht nur in Russland so. Nur Russland hat eben ein viel größeres demografisches Potenzial als die Ukraine, welches es an der Front verheizen kann. Völlig kollabiert ist und nur durch westliche Hilfszahlungen im dreistelligen Milliardenbereich künstlich am Leben erhalten wird. Weder ökonomische Schwierigkeiten noch gesellschaftliche Unruhe werden Putins Regime in irgendwie absehbarer Zukunft zum Abbruch des Krieges nötigen. Und das kann ihn in der Gewissheit fortsetzen, dass die russische Position jeden Monat besser und die ukrainische jeden Monat schlechter werden wird, sofern der NATO-Block nicht plötzlich ein gigantisches Rüstungsprogramm für die Ukraine ankündigt, was aber politisch extrem unwahrscheinlich scheint. Das weiß man auch in Kiew. Und die Sommeroffensive wurde eben deswegen durchgezogen, weil die Regierung Zelensky wusste, dass Russland in einem langen Abnutzungskrieg zwangsläufig siegen wird und eine militärische Verbesserung der ukrainischen Position nur möglich war, wenn man angriff, solange das Kräfteverhältnis noch nicht allzu krass ungleich war. Ein Dreivierteljahr lang hat die Ukraine... Jetzt geht es um die ukrainische Sommeroffensive, die katastrophal gescheitert ist. Dazu werden wir auch morgen auf das Video des österreichischen Bundesheeres reagieren. Wir kommen mal zum Fazit von Fabian. Ja, wir haben es ja gerade gehört, die Situation in der Ukraine ist katastrophal, die Wirtschaft ist abgestürzt, während es in Russland noch relativ gut aussieht, vor allem indem man sich die Zustimmung der Bevölkerung in Moskau und Petersburg, also den zwei wichtigen Ballungszentren in Russland, dadurch erkauft, dass man vor allem gesellschaftliche Randgruppen an der Front verheizt und eben nicht die besser gestellten Gesellschaftsschichten, die politische Proteste im Zweifelsfalle tragen könnten. Vorkriegsbevölkerung von etwa 10.000 ist jetzt fast komplett in russischer Hand. Es ging gerade um Marinka. Also Russland schafft es tatsächlich, Städte zu erobern, während die Ukraine in ihrer Sommeroffensive nur einige kleine Dörfer erobert hat. Iwka mit einer Vorkriegsbevölkerung von 32.000 dürfte, wenn nicht irgendeine spektakuläre Wende eintritt, für die Ukraine nicht mehr lange zu halten sein. Die zunehmende Entkräftung der Ukraine zeigt sich vor allem auch darin, dass nun auch die paar kleinen Gebietsgewinne der Sommeroffensive wieder wegbröckeln.
Bei Bachmut ist Klitschiwka, das die Ukrainer erst nach 4 Monaten Kampf hatten einnehmen können, jetzt zu 2 Dritteln von russischen Truppen umschlossen und dürfte bald wieder in Russland fallen. Im Süden marschieren russische Truppen bei Robotyne vor und drohen, die Frontausbuchtung zwischen Orichew und Robotyne einzudrücken, die der einzige irgendwie nennenswerte territoriale Erfolg des Hauptstoßes der Sommeroffensive gewesen war. Diese russischen Fortschritte entlang einer verfestigten Frontlinie sind immer noch sehr langsam und ziemlich verlustreich. Aber es bleibt dabei, dass nicht nur das russisch beherrschte Gebiet jeden Tag ein kleines Stückchen größer, das ukrainisch beherrschte aber ein kleines Stückchen kleiner wird, sondern dass Russland seine Materialverluste dabei ersetzen kann, die Ukraine ihre aber nicht mehr. Es ist unwahrscheinlich, dass die Ukraine in naher Zukunft plötzlich kollabieren wird. Der NATO Ja, aber es bleibt beim eben erwähnten Punkt. Die russische Position wird jeden Monat besser, die ukrainische jeden Monat schlechter. Die Ukraine hat letztes Frühjahr die Gelegenheit verpasst, einen Frieden ohne Kontribution und Annexion zu schließen. Jetzt könnte sie die Chance, verpassen, überhaupt einen Frieden auf Augenhöhe schließen zu können. Jetzt könnte es tatsächlich einen, ja, Diktatfrieden von russischer Seite geben. Block wird seine militärische Unterstützung zwar zurückfahren, aber nicht auf einmal komplett einstellen. Die Ukraine wird weiterhin genug Material bekommen, um zumindest noch eine ganze Weile eine hinhaltende Defensive führen zu können. Auch Putin selbst scheint nicht mit einem baldigen, spektakulären Sieg zu rechnen, sondern für einen noch jahrelang Zermürbungskrieg zu planen. Laut einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Bericht der Bild-Zeitung, der sich auf Geheimdienstinformationen beruft, soll das russische Regime intern einen Zeitplan für einen Krieg bis 2026 erstellt haben. Das ganze Jahr 2024 werde dabei für die Eroberung des restlichen Donbass veranschlagt. 2025 bis 2026 solle dann der Dnjepr erreicht, Saporischschja und Charkiw erobert sein. Der Dnjepr als Grenzfluss und die Annexion ungefähr des östlichen Drittels der Ukraine, das scheint aktuelles russisches Kriegsziel zu sein. Es ist nicht wirklich erkennbar, was Russland. Weil es gerade einer im Chat schreibt, die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen werden. Die NATO hat in ihren eigenen Statuten stehen, dass man keine Staaten in die NATO aufnimmt, die Territorialkonflikte haben. Und genau das hat die Ukraine ja. Also die Ukraine streitet sich mit Russland ja gerade um Territorium. Deswegen gibt es diesen Krieg ja überhaupt erst. In einem noch jahrelangen Krieg daran hindern sollte, diese Ziele auch zu erreichen, solange es in der Lage ist und bereit ist, die aktuellen Opferzahlen zu tragen und die aktuelle Industrieproduktion aufrechtzuerhalten. Die Ukraine nähert sich dem Punkt, an dem Verhandlungen vielleicht gar nicht mehr möglich sein werden. Denn worüber soll Genau. Die ukrainische Position verschlechtert sich von Monat zu Monat. Aktuell ist das Fenster für Friedensverhandlungen noch offen. Ich weiß nicht, ob Fabian Lehr das hier schon gesagt hatte oder ja, ich sag's nochmal. Die russischen Bedingungen heißen Neutralität der Ukraine, Anerkennung der territorialen Realitäten, Entnazifizierung, Demilitarisierung. Das sind die 4 russischen Kernforderungen. Wenn die erfüllt werden, dann gibt es Frieden in der Ukraine. Wenn Russland jetzt diesen Krieg noch länger führt und sich die russische Position verbessert, dann kann es sehr gut sein, dass Russland seine Friedensbedingungen verschärft und es eben keinen Frieden auf Augenhöhe, keinen Kompromissfrieden, sondern einen Diktatfrieden gibt, der eben von Russland diktiert wird, weil Russland dann in der Position ist, so einen Frieden diktieren zu können. Aktuell ist das noch ein Stellungskrieg, wo es weder in die eine noch in die andere Richtung groß vorangeht. Aber wenn sich die russische Position weiter verbessert, dann kann es sehr gut sein, dass die Ukraine die aktuellen Bedingungen, die Russland anbietet, irgendwann auch nicht mehr bekommt. sollte Russland verhandeln, wenn es sicher ist, seine Kriegsziele sowieso auch mit militärischer Gewalt erreichen zu können. Das Zeitfenster für einen militärischen strategischen Sieg der Ukraine hat sich bereits geschlossen. Die Frage ist nun, ob die Regierung Zelensky und der sie im Leben erhaltende NATO-Block das Zeitfenster für Friedensverhandlungen nutzen, solange es noch geöffnet ist, oder ob man sich entschiede, diesen Krieg auch ohne jede Siegesperspektive noch 2, 3 Jahre fortzusetzen, bis er dann nach weiteren Hunderttausenden Toten, weiteren Dutzenden zerstörten Städten, weiteren Millionen geflohenen Ukrainerinnen und weiterer Verarmung der Ukraine, aber auch der EU, am Ende durch den militärischen Zusammenbruch Kiews beendet wird. Es geht in diesem Krieg nicht mehr um die Frage, ob die Ukraine siegen oder verlieren wird.
Es geht darum, ob die ukrainische Niederlage jetzt eingestanden wird und die Ukraine noch mit mäßigen Gebietsverlusten aus dem Krieg herauskommen kann, oder ob er fortgesetzt wird, bis es aus russischer Perspektive gar nichts mehr zu verhandeln gibt. Der NATO-Block ist da in einer heiklen Position. Einerseits möchte man weder einen Weltkrieg führen, noch eine jahrelange volle Kriegswirtschaft aufbauen, um Russland zu schlagen. Andererseits möchte man den Krieg zwar lange genug fortsetzen, um Russland zu schwächen, wobei es immer mehr danach aussieht, dass Russland militärisch tatsächlich stärker wird und es inzwischen deutlich mehr produziert als verliert, aber auch nicht so lange. Was am Scheitern der westlichen Sanktionen liegt. Wie gesagt, hier hat sich der Westen eindeutig verzockt. Den Krieg fortsetzen, dass der ukrainische Staat in seiner Existenz gefährdet wird, denn als eine westliche Halbkolonie zu bewahren, schließlich überhaupt erst der Grund des massiven Engagements war. Zu hoffen ist, dass die Ministerien in Moskau, Washington und Berlin nicht die einzigen Subjekte in diesem Konflikt bleiben, sondern eine starke neue Friedensbewegung in Europa und den USA selbst auf die Bühne tritt und einen Abbruch dieses verlorenen Stellvertreterkrieges einfordert, bevor er bis zum bitteren Ende durchgekämpft worden ist. 100%. Also das kann ich nur komplett unterschreiben. Die Ukraine hat diesen Krieg verloren. Je eher die Niederlage eingestanden wird, beziehungsweise je eher man bereit ist, jetzt noch einen Kompromissfrieden zu schließen, also komplett verloren hat die Ukraine ja noch nicht, kann den Krieg nur nicht mehr gewinnen. Also die russische Position verbessert sich von Monat zu Monat. Die Ukraine wird Gebietsverluste einräumen müssen, aber sie wird nicht in ihrer Existenz bedroht werden. Sie wird nicht zu einer russischen Halbkolonie werden, sondern sie wird ja zu einem neutralen Staat werden müssen. Das ist die russische Forderung. Neutralität der Ukraine sowie Abspaltung der vier, jedenfalls Teile von den vier Oblasten, die von Russland gerade besetzt sind. Das sind die russischen Forderungen, die es in erster Linie zu erfüllen geht, die es in erster Linie zu erfüllen geht. Wenn die Ukraine das macht, dann können wir dauerhaft in Frieden mit Russland leben. Hier nochmal kleines Shoutout an den Kanal Fabian Lehr. Das ist ein kommunistischer Blogger, der häufig Beiträge macht, denen ich in der Analyse zumindest vollständig zustimme, in den Schlussfolgerungen nicht immer. Aber hier absolut. Wir brauchen endlich eine Friedensbewegung, damit dieses Sterben, damit dieser Irrsinn in der Ukraine endlich aufhört. So kann es nicht weitergehen. Das kann ich zu 100% unterschreiben, was Fabian Lehr hier gesagt hat.